Hi, lang nicht mehr gesehen. Und damit herzlich willkommen zu meinem, ziemlich sicher, zum letzten Video auf YouTube. Ich bin gerade, wie man unschwer erkennen kann, wandern im Schwarzwald. Und hier hat man schön Zeit und Ruhe, um über ein paar Sachen nachzudenken. Und ich bin euch ja noch was Kleines schuldig, so, was heißt schuldig, ne, aber... ja, für alle, die nicht lange zugucken wollen, weil ich weiß nicht, wie strukturiert ich das jetzt hinkriege. Zusammengefasst, ich mache kein Social Media mehr, wie man vielleicht gemerkt hat, unschwer. Und genau, ich fahre auch kein Motorrad mehr. Und ja, also für alle, die sich jetzt mein Gelaber nicht irgendwie 10 Minuten angucken wollen, das ist die Zusammenfassung. Ich danke jedem Einzelnen von euch sehr, dass ihr mir immer treu wart, meine Videos geschaut habt und dass wir eine coole Zeit zusammen hatten. Und wünsche auf jeden Fall jedem, der jetzt abschaltet, alles Gute, viel Spaß noch und ja, macht's gut. Und für alle anderen versuche ich jetzt irgendwie in 3 Stichpunkten zu erklären oder zu erzählen, warum ich kein Social Media mehr mache. Das erste ist, was ist das erste? Social Media ist eine Arbeit für mich gewesen. Das ist die Überschrift. So, okay, jetzt ein bisschen strukturiert. Als ich Social Media angefangen habe, irgendwie vor 10 Jahren ungefähr, also mit 17 habe ich das angefangen, jetzt bin ich 27. Das sind sowieso natürlich 2 komplett verschiedene Persönlichkeiten. Ja? Ich mit 17 und ich mit 27 bin natürlich komplett anders. Aber ich habe mir schon immer gesagt, auch schon damals, dass wenn Social Media mal kein Hobby mehr ist, sondern eine Arbeit wird, dann will ich das nicht mehr. Also ich habe mir von Anfang an immer gesagt, YouTube war für mich oder ist für mich immer ein Hobby gewesen und sollte nie eine Arbeit werden. Und dass das überhaupt so groß wird, war ja nie irgendwie meine Intention oder sowas. Ich wollte einfach immer einfach ja, nur Videos machen auf YouTube und mehr nicht. Und dadurch, dass das so groß geworden ist, sind dann natürlich auf kurz oder lang auch doch Verpflichtungen da mitgekommen. Ich meine, jetzt am Ende habe ich irgendwie 100.000 Follower auf YouTube gehabt, was natürlich geistesgestört ist. Also da schon mal Dankeschön. Aber dann hat sich halt schleichend das so entwickelt, wie ich eben nie wollte, dass ich eine Verpflichtung habe, dass ich Content produzieren muss, dass ich hatte Verträge natürlich mit irgendwelchen Firmen, ja, Werbesachen und so weiter, weil das kostet ja alles Geld. Also Social Media betreiben ist ja auch nicht kostenlos für mich sozusagen. Ich muss ja dafür Geld ausgeben. Und dann hat sich das halt so schleichend zu einem Job entwickelt. Aber das Problem ist, ich habe einen Job und ich liebe meinen Job. Ich gehe unfassbar gerne jeden Tag zur Arbeit und arbeiten in meinem richtigen Beruf. Und Social Media ist für mich kein Beruf, also sollte es nie werden. Ja, und wie gesagt, dann war es aber so, das Schleichen passiert, aber irgendwann war ich an dem Punkt, an dem ich quasi meine normale Arbeit gemacht habe, dann heimgekommen bin, entweder unter der Woche, sage ich mal, was geschnitten habe am PC oder noch eine kurze Abendrunde mit dem Motorrad gedreht habe, wahrscheinlich um ein Video aufzunehmen. Und, oh, hier sind Pilze. Geil. Wenn ich jetzt wüsste, was für Pilze das wären, dann wäre das lecker. Oh, hier sind voll viele. Naja, ja, dann heimgekommen, Motorrad gefahren, wahrscheinlich ein Video aufgenommen oder geschnitten. Und wieder ins Bett. So, nächster Tag normal arbeiten, wieder heimkommen, entweder schneiden oder Motorrad fahren und ins Bett. So, und Wochenende war dann meistens entweder komplette Schnitttage, damit ich meine großen oder größeren Videos fertig kriege. Oder halt komplett Motorradtage, an denen ich dann wahrscheinlich 2 oder 3 Videos produzieren musste, damit ich für die Woche Content hatte. So, dann musste zwischendrin Bilder gemacht werden für Instagram und ihr versteht's, ne? Es war einfach... Vor allem neben einer, also ich arbeite in meinem normalen Job schon 50 Stunden die Woche locker eigentlich, weil ich halt auch samstags öfter arbeite. Und dann ist das halt einfach schon sehr viel Arbeit gewesen alles. Und das wollte ich ja nie. Und irgendwann kam mir das mal. Also ich habe das lange gar nicht gemerkt. Ne? Das lief halt so und dann war ja auch YouTube, wurde ja auch riesig und dann freut man sich natürlich. Aber dass das dann genauso geworden ist, wie ich es nie wollte, eben mehr einen Job als ein Hobby, das habe ich erst irgendwie spät gemerkt. Und wenn man sich dann überlegt, zum Beispiel 2022 habe ich habe jeden Urlaubstag dafür genutzt, um YouTube zu machen. Ich habe keine normalen Urlaube gemacht. Ich war nur für YouTube unterwegs oder fast. Das stimmt nicht ganz, aber fast, ja. 2022 war ich auch in Norwegen zum Beispiel. Aber ja. Und ja, das wurde mir halt irgendwann klar. Und das Problem ist, dann wurde es mir so klar,
aber halt noch nicht so klar, dass ich auch, also mir selber, ich habe dann schon gedacht, okay, scheiße, es läuft in eine Richtung, die ich eigentlich gar nicht will, aber das dann auch wirklich nach außen zu kommunizieren und zu sagen, hey, hier irgendwie läuft es gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann, ja, das war dann schwierig. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt 1,5 Jahre gedauert hat, bis ich euch ein Video dazu gebe oder mich verabschiede, weil ich natürlich selber damit erstmal klar kommen muss oder musste, mittlerweile bin ich's, dass halt das, was ich 10 Jahre gemacht habe, ja, im Endeffekt ich beenden muss, weil es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle und auch einfach kein, was heißt kein Spaß mehr macht. Spaß macht das schon, aber ja, nicht so wie ich es mir vorstelle halt. So, jetzt muss ich kurz die Kamera runter machen, da sind fremde Leute. Ich kann leider nicht mehr schneiden, weil ich kein Schneideprogramm mehr habe, deshalb muss ich kurz mit meinem Bauch vorlieb nehmen. Servus. So, jetzt muss ich auch nur ganz kurz gucken, wo ich hin muss. Da, okay. Ja, und das ist das Erste. Ne? Das Zweite ist, dass ich mittlerweile gar kein Social Media mehr habe. Also klar, ich gucke manchmal YouTube-Videos, aber dann schaue ich irgendwie Dokus von Arte oder so. Aber ich habe kein Instagram mehr. Ich hatte eh noch nie TikTok, muss ich sagen. Ich habe kein Snapchat oder sowas. Ich habe gar nichts mehr, weil ich finde, Social Media ist Gift. Also ich finde, Social Media hat so viele extrem negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder auf uns, auf mich. Ich kann über mich sprechen. Auf mich hat es echt keine so guten Auswirkungen. Im Hauptpunkt deshalb, weil man auf Social Media immer nur die guten Seiten sieht. Niemand würde auf Social Media sich, also gut, es gibt schon Ausnahmen, aber die wenigsten würden auf Social Media ihre schlechten Seiten, sage ich mal, preisgeben, sondern immer nur das Gute. Und das verzerrt so extrem das Bild von der Wirklichkeit. Ja, also wo die Wirklichkeit mit vielen Problemen bestückt ist und na, wo jeder mal schlechte Tage hat und so weiter, was ganz normal ist, sieht man das auf Social Media nicht. Da sieht man immer nur neues Auto, neues Motorrad, geile Reise, ich bin hier, ich bin da. Aber dass die Sachen vielleicht, keine Ahnung, finanziert sind oder dass man dafür Jahre gespart hat oder dass es halt viele Steine gibt auf dem Weg dahin, das sieht man halt nicht. Und ich finde, das macht, also es ist gar nicht gut, vor allem für jüngere Generationen, weil die dann natürlich Sachen sehen, die einfach unrealistisch sind, ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt muss ich wieder nach dem Weg gucken. Excusez-moi. Ich kenne mich hier nicht so aus. Darunter, perfekt. Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass seit ich kein Social Media mehr habe, jetzt seit geraumer Zeit auch die Apps nicht mehr habe, ich habe erstmal viel mehr Zeit für andere Dinge, weil ich meine Zeit nicht damit verschwende, in irgendwelchen Apps die nächsten Reels zu scrollen, um meinen Dopaminspiegel, wenn das, ich glaube, es ist Dopaminspiegel oben zu halten, sondern ich mache halt Sachen. Also, keine Ahnung, heute bin ich um 5 Uhr aufgestanden, um wandern zu gehen, weil ich Bock drauf habe, weil ich denke, das ist echte Leben, weißt du, das ist geil so. Und klar ist, hat Social Media auch positive Seiten, das will ich gar nicht aussprechen, aber für mich sind es einfach mittlerweile viel, viel mehr negative Seiten, gerade auf irgendwie sowas wie Instagram oder TikTok, als dass ich das irgendwie noch machen möchte. Und sowieso, also zum Beispiel für Instagram war es auch so, die Zeit, die ich investiert habe für die ganzen Fotos und so weiter, das ist in keinem Verhältnis zu dem, was dabei eigentlich rauskommt. Weil klar, am Ende ist ein schönes Bild, aber dass da Stunden dranhängen, irgendwo hinfahren, diese ganze Scheiße fotografieren, was ja Spaß macht und so weiter. Aber am Ende ist es trotzdem Arbeit. Ja? Es sind trotzdem Stunden, die ins Land gehen, dafür, dass dann ein Bild hochgeladen wird. Und was bringt's? Was bringt das Bild? So, also, es hat ja keinen Mehrwert, so in dem Sinne. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe auch gemerkt, seit ich kein Social Media mehr benutze, das hört sich vielleicht dumm an, aber ich lebe intensiver. Also die Reisen, die ich gemacht habe oder so, die Erlebnisse, die ich hatte, die habe ich viel intensiver wahrgenommen, weil ich halt nicht alle paar Sekunden mein Handy gezückt habe, um das noch zu filmen, um hier noch eine Story zu machen, um das. Ne? Das habe ich halt nicht. Also habe ich gar nicht mehr. Und dadurch, boah, Alter, ein Tier. Und dadurch, ja, geht es mir einfach besser. Mir geht es viel besser. Wenn ich jetzt an Reisen zurückdenke, wo Social Media kein Teil von war, meine Erinnerungen sind viel besser. Ich weiß nicht. Und wo Social Media ein Teil von war, klar, kann ich mir die Fotos angucken. Aber die echten Erlebnisse, die habe ich gefühlt nur halb so wahrgenommen. Ja, und das ist halt nicht so geil. Ja, das war Punkt 2.
Social Media es gibt. Also Punkt 1, warum ich es nicht mehr mache, ist, es war eine Arbeit und ich wollte keine Arbeit. 2 ist Social Media es gibt und 3 ist, ich fahre einfach kein Motorrad mehr. Also es kam jetzt noch dazu, das hat sich halt auch so ein bisschen entwickelt. Aber das Ding ist halt, ich habe beim Motorradfahren auch einfach schon, ich habe einfach alles schon erlebt. Also schau mal, ich war auf so vielen Rennstrecken, ich habe so viele Motorräder bin ich gefahren, ich bin weit über 100 Motorräder gefahren, ich habe eine Zeit lang Liste geführt, ich glaube bei 110 habe ich aufgehört. Ich war in Alpen, ich war auf Touren, ich habe alles Mögliche gesehen, ich wüsste nicht, was da noch kommen kann. Und nur um des Fahrens wegen fahren, da sehe ich den Sinn nicht, also wisst ihr, da mache ich lieber andere Sachen in der Zeit. Deshalb, das erste, was ich verkauft habe, war meine, also die Ducati, die Street Fighter. Weil das Motorrad war ultra geil, das absolute Traummotorrad. Aber das ist auch wieder das Problem. Ja? Ein Traummotorrad. Du denkst, boah, wenn das kommt, dann geht's mir gut. Ja? Aber so materielle Dinge, ganz ehrlich, die machen doch eigentlich machen sie doch nicht glücklich. Ne? Klar, dann, wenn man ein geiles Motorrad hat, dann hat man ein geiles Motorrad und so. Das kann schon Spaß machen. Aber macht das wirklich glücklich? Nee, also mich zumindest nicht. Mich hat es nicht vollendet glücklich gemacht. Und deshalb habe ich es wieder verkauft. Und meine Rennstreckenkarre, meine CBR, die habe ich in sehr gute Hände abgegeben zu einem Freund nach Luxemburg. Grüße gehen raus. Der fährt die auch mehr oder weniger fleißig, aber das ist er auf jeden Fall in guten Händen und wird gut bedient. Und meine Supermoto habe ich dieses Jahr noch verkauft und die ist auch in gute Hände gekommen und da bin ich auch happy drüber. Ja. Und ja, wie gesagt, ich habe zwar, sage ich auch ganz ehrlich, ich habe schon nach anderen Motorrädern geguckt, aber ich bin mir da so unsicher, weil... Ich weiß nicht, ob das, was mich jetzt oder was mir jetzt die Lust bringt, irgendwie ein neues Motorrad zu kaufen, nicht eher der Gedanke daran ist, wie schön das mal war. Aber es ist halt auch einfach so, dass Erlebnisse, die mal passiert sind und nicht mehr kommen können. Ja? Und wenn ich jetzt zurückdenke, war einfach das Schönste beim Motorradfahren diese Anfangszeit, diese ersten 2, 3, 4 Jahre, in denen man alles für sich entdeckt hat, wisst ihr, wo alles noch neu war und so. Das war für mich die beste Zeit und egal, was für ein Motorrad ich mir kaufe, die Zeit wird nie wieder kommen. Ja. Und deshalb ja, stecke ich die Zeit lieber in andere Sachen. Was ich über Jahre viel vernachlässigt habe, irgendwie mit Freunden was zu unternehmen oder so, weil ich halt nur am Motorradfahren war, wird nachgeholt. Ich gehe zum Beispiel wandern. Das habe ich jetzt dieses Jahr so richtig für mich entdeckt. Also ich wollte schon immer wandern, aber aus gewissen Gründen konnte ich das nicht. Jetzt kann ich's. Und jetzt gehe ich auch wirklich so viel es geht wandern, weil ich es einfach voll geil finde. Also klar, Schwarzwald ist super schön, aber jetzt auch in Alpen oder so. Ich bin mit dem Auto eine Alpentour gefahren, witzigerweise, vor ein paar Wochen, was richtig geil war auch. Also, weil klar, Motorrad ist weg, dann habe ich ein sportliches Auto mir natürlich wieder gekauft, klar. Aber ich wollte darauf hinaus, dass ich dann mit dem Auto rumgeballert bin. Aber am Ende wollte ich einfach nur Berge hoch und bin nach dem Ballern oder zwischen dem Ballern halt irgendwelche Berge hochgestiegen. Und es war übergeil. Also, und das sind halt echte Erlebnisse. Weißt du, wie ich meine? Oh, ich laber schon wieder viel zu lang. Ja. Also ich kann nur noch mal sagen, es tut mir echt leid. Tut mir auch wirklich leid, dass ich manche, also, oder dass sich manche von mir hängen gelassen gefühlt haben in der Zeit, als ich einfach weg war und nichts gesagt habe. Ich habe ja wirklich irgendwie niemandem groß was gesagt. Aber seht es mir wirklich nach. Mir ging es in der Zeit nicht so gut. Beziehungsweise, ja, ich habe einfach da ein bisschen mit zu kämpfen gehabt mit verschiedenen Dingen, mit der ganzen Situation. Schaut mal, wie schön das hier ist. Es ist so schön, mein Gott. Oh Gott, ich habe, glaube ich, irgendwas komisch eingestellt, egal. Ja, ich konnte es einfach nicht. Es ging einfach psychisch nicht, aber jetzt geht's, deshalb mache ich jetzt das Video, deshalb kann ich euch jetzt ganz entspannt sagen, wie ich dazu stehe und wie das alles ist. Und ich möchte mich bedanken auf jeden Fall bei allen, die mich auf dem langen Weg meiner Social Media Karriere begleitet haben. Ich habe wirklich viele, viele coole Leute kennengelernt, geile Erlebnisse, also was mir auch dazwischendurch ermöglicht wurde und so, super geil. Freue ich mich und ich habe die Sachen immer gut in Erinnerung. Ich danke jedem Zuschauer, der dabei war, der da mitgemacht hat, mit zugeschaut hat. Und übrigens, wenn ihr mich irgendwo trefft, ne, auch jetzt noch, wenn ihr mich ansprechen wollt, quatscht mich an. Also ich bin immer noch der gleiche Slutty wie immer und quatsche immer gerne mit Leuten. Das heißt, wenn ihr irgendwie mich irgendwo trefft im Schwarzwald beim Wandern, dann können wir gerne eine Runde schnacken. Ja, ich glaube, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Mir würde jetzt zumindest nichts einfallen. Ich kann euch als Tipp nur geben,
so dumm sie es anhört, legt das Handy weg, was ich jetzt auch gleich wieder machen werde. Das wird wieder in den Rucksack kommen. Und genießt euer Leben, geht raus. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt wandern gehen, das will ich jetzt nicht sagen. Da hat ja nicht jeder Spaß dran. Aber genießt einfach das Leben, keine Ahnung. Es ist Sommer, also solange er noch so geil ist, geht raus, macht irgendwas. Macht was mit eurem Leben und auf jeden Fall lasst euch nicht von Social Media verblenden. Lasst euch da kein falsches Bild geben. Lasst euch nicht vom Algorithmus irgendeinen Scheißdreck einreden. Also wirklich, passt da auf. Ich glaube, das ist wirklich, also das muss ich jetzt als Abschluss noch sagen. Mein Gott, die keinen Bock mehr haben, die sollen wegschalten, aber ich will das jetzt noch erzählen. Ich glaube, es ist echt, ich glaube, die meisten wissen gar nicht oder allgemein ist noch überhaupt nicht bekannt. Ich kann mir echt vorstellen, dass das Social Media einen richtig großen negativen Einfluss auf unsere Gesellschaft nimmt. Ne? Also wirklich, ich kann es mir so gut vorstellen. Je länger ich drüber nachdenke, desto klarer wird es für mich und desto eher will ich diese Apps und die Algorithmen, die ja alle dafür da sind, dass du so viel Zeit wie möglich auf diesen Plattformen verbringst. Ja? Die sind ja nicht dafür da, dass du das Beste siehst oder weißt du, dass du einen Mehrwert hast nach deinen 2 Stunden Scrollen durch Insta-Reels, sondern die sind ja nur dafür da, so viel Zeit wie möglich auf der Plattform zu sein, dass man so viel Werbung wie möglich sieht, ja, dass die Firmen so viel Geld verdienen wie möglich. Das ist ja alles, wofür diese Apps konzipiert sind. Ja? Und wenn einem das irgendwann mal so klar wird und man so mal einfach mal überlegt, wie viel Zeit verschwendet man mit der Scheiße. Hey, das ist geisteskrank. Ja, deshalb, das ist meine Meinung dazu mittlerweile. Vielleicht ändert sich's ja auch, vielleicht bin ich ja in 5 Jahren auf OnlyFans aktiv, dann hoffe ich, ihr abonniert alle meinen Kanal. Und ja, bis dahin kann ich einfach nur sagen, ich danke euch wirklich fürs Zuschauen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte eine tolle Zeit mit euch und ja, das war's. Schaut mal, wo ich bin, Mann. Schaut mal, wie schön das hier ist. Ist das nicht geil, Mann? Ich liebe den Schwarzwald einfach so sehr. Ich habe jetzt noch so weit ist nicht mehr, 1,5 Stunden vor mir ungefähr. Die werde ich jetzt noch zu Ende genießen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis bald. Ciao.